Guten Morgen, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Develop Forums. Herzlich willkommen. Mein Name ist Stefano Schürmann. Ich verantworte bei der Develop AG den Geschäftsbereich Handel und freue mich außerordentlich, Ihnen heute einen unserer neuen Partner vorzustellen. Wir präsentieren Ihnen heute, wie man aus einer vermeintlichen Niederlage eine tolle Partnerschaft generieren kann. Und übergebe das Wort an Jens Hildebrand und an Gülle Kietscher von der 10M. Vielen Dank. Stefanos, vielen Dank. Wir sind sehr, sehr froh, dass wir hier sein dürfen, sozusagen als Newbies in der Develop-Community. Und ich würde gerne mal die 10M vorstellen, was wir so machen, wie wir ticken und was wir in Sachen D3 schon vorhaben. Nennt sich Enterprise Search für IBM Content Manager. Und los geht's. 10M. Als die Software noch Versionsnummer 1 hatte, waren mein Partner und ich, Rainer Ackermann, unterwegs in unterschiedlichen Bereichen. Kollaboration war sein Steckenpferd. Damals hieß es Notes, das gehörte noch Lotus, bevor IBM es gekauft hat. Und ich selber war mit IBM im Bereich Image Plus unterwegs. 1995 habe ich mein erstes Projekt gemacht im Bereich Document Management. Da ging es um Scannen von Bauakten, Integration in kommunales Baugenehmigungsverfahren auf der AS400. Anfangs haben wir mit verschiedenen IBM-Partnern gearbeitet. Später waren wir beide lange als Freiberufler unterwegs und unsere Wege haben uns eigentlich immer wieder gekreuzt. 2007 haben wir uns dann zusammengesetzt und die 10M gegründet. Wir sind beide zu 50% geschäftsführende Gesellschafter. Heute sind wir 13 festangestellte Mitarbeiter, die über ganz Deutschland verteilt sind, von Borkum bis zum Bodensee. Wir arbeiten auch sehr eng mit Freiberuflern zusammen und auch mit befreundeten Partnerunternehmen, mit denen wir uns sehr gut ergänzen. Unser Firmensitz ist in Bassenheim bei Koblenz. 2020 sind wir aus der Stadt rausgezogen, raus aus Land, weil wir auch ein eigenes Konzept von einem nachhaltigen Büro umsetzen wollten. Wie wir ticken. Klein, aber fein, das war so das Motto, als wir die 10M gebaut haben. Und Rainer und ich haben uns zusammengesetzt, wofür stehen wir eigentlich? Was ist uns wichtig? Was wollen wir auf gar keinen Fall? Und einer dieser Punkte war, Wachstum wollen wir, wenn, dann nur begrenzt. Wir wollen familiär bleiben, kein Riesenladen werden. Und daraus ist der Name 10M entstanden, gleich 10 Mann. Also nicht 10 Millionen, 10 Meter oder sonst irgendwas. Einfach eine Erinnerung. Bleibt klein, bleibt bodenständig, macht euer Geschäft. Wir machen auch nicht alles, sondern wir konzentrieren uns auf das Wesentliche, was wir für uns als Business erachten und versuchen trotzdem über den Tellerrand zu schauen. Und da ist uns auch Partnerschaften besonders wichtig. Nachhaltig bedeutet für uns, wir legen Wert auf langfristige Beziehungen mit unseren Kunden und Partnern. Wir betreuen viele Kunden von Anfang an, das ist schon eine lange Zeit. Wir arbeiten immer sehr projektorientiert, das heißt, wir sehen uns nicht als Software-Seller, sondern als Integrator. Die Software ist für uns dann nur ein Werkzeug. Ja, und natürlich Nachhaltigkeit für uns, ein energieneutrales Büro wollten wir haben, und das haben wir uns auch gebaut. Menschlich, ein Faktor ist für uns besonders wichtig. Familiär wollen wir miteinander umgehen und auch mit unseren Kunden. Und wir sind mit vielen Kunden per Du. Mit vielen Kunden verbindet auch noch eine richtige, lang anhaltende Freundschaft. Was wir machen. Wir haben verschiedene Standbereiche. Zum einen der Bereich Software. Der Bereich Softwareentwicklung ist aus dem Bereich oder aus dem Bedarf unserer Projekte entstanden. Es hat uns immer mal was gefehlt, ein Feature, ein Goodie, und das haben wir dazu gebaut. Mittlerweile entwickeln wir auch individuelle Anwendungen für Kunden, die mit dem Bereich ECM gar nichts zu tun haben. Traditionell kommen wir von der Plattform AS400. Wir haben angefangen mit RPG, COBOL, was man so kennt auf der Plattform. Wir haben unter Windows meist mit C# entwickelt oder Lotus Script. Traditionell haben wir natürlich auch viel Erfahrung bei der Portierung der Notes-Welt in die Microsoft-Welt, was zurzeit ein großes Business bei uns darstellt. Wir entwickeln heute plattformunabhängig, meistens browserbasiert oder native Java, je nachdem, was die Anforderung ist. Wir entwickeln auch REST-Services, speziell für Kunden auf Anforderungen oder für Anwendungen, zum Beispiel unseren On-Demand-REST-Services oder einen DB2-400-REST-Service und so weiter. Und natürlich Anwendungsintegration. Ist bei uns ein großes Thema, gerade in dem Bereich Office 365. Neben der Softwareentwicklung sind wir natürlich der DMS-Partner. Und das ist das, was uns letztendlich zur Develop geführt hat. Angefangen haben wir, wie die meisten Partner hier bei euch wahrscheinlich jetzt auch gemacht haben, mit der klassischen Archivierung. Das heißt, wir haben Massendaten archiviert, Spulfiles. Wir kamen klassisch von der AS400. Damals hieß das Produkt bei der IBM RDAS oder On Demand heißt es heute. Das war so das Mittel der Wahl. Später kam dann der Bereich Dokumenterfassung dazu, also
klassisches Barcode-Scannen, Nachindexieren, manuelles Erfassen. Da haben wir anfangs mit Captiva gearbeitet, später haben wir uns auf Cofax und Drive konzentriert und teilweise haben wir auch eigene Speziallösungen gebaut, zum Beispiel zum Scannen von Großformatzeichnungen und andere Projekte. Integration war dann das nächste Thema bei den Kunden. Also Integration von DMS-Funktionen in deren Anwendungen. Das heißt, der Anwender möchte vielleicht nicht aus einem Client auf Dokumente zugreifen, sondern auf Knopfdruck aus seiner Fachanwendung ins Archiv zugreifen. Und damit haben wir schon sehr früh angefangen, insbesondere auf der AI natürlich, da Speziallösungen zu bauen. Der nächste Schritt in der Evolution des Dokumentmanagements war dann der Bereich von Dokumenten aus E-Mails. Da haben wir Journalarchivierung klassisch angefangen, selektive Archivierung, Fallzuordnung und so weiter, Einbinden von Multifunktionsgeräten. Und danach kam der Bereich Erkennung. Wir arbeiten hier derzeit auch mit Cofax zusammen in unterschiedlichen Bereichen, zum Beispiel im Rechnungswesen, Auftragsabwicklung, wo es eben um klassisches Erkennen und Verarbeiten von Dokumenten geht. In der Folge natürlich auch kamen dann Sachen wie Workflow hinzu. Migrationen sind in den letzten Jahren ein großes Projekt bei uns. Das fing an durch den Bereich der Technologie, zum Beispiel Kunden ersetzen Festplatten oder Warm-Disk durch Festplatten. Sie wechseln die Plattform, zum Beispiel von iSeries nach Windows, nach Linux. Ein Unternehmen wird gesplittet, muss vielleicht verschiedene Archivbereiche aufteilen oder er wechselt den Anbieter. Teilweise ist es auch so, dass der IT-Leiter in Rente geht und mit ihm eigentlich auch die Hardware, die da rumsteht. Manchmal sind es auch Konzernentscheidungen. Also die Gründe für eine Migration können durchaus sehr unterschiedlich sein. Unser Team begleitet auch Projekte. Das heißt, alle Leute, die jetzt nicht im Bereich ECM unterwegs sind, die arbeiten bei Kunden als Projektbegleiter. Das heißt, sie machen klassische Projektarbeit von der Projektleitung bis zur Projektbegleitung. Das heißt, Unterstützung, Auswahl von Softwareprodukten beispielsweise. Wir moderieren Projekte, wir erstellen Pflichtenhefte, schreiben User Stories oder erstellen Backlogs für die Umsetzung. Also alles, was so im Bereich Projektarbeit stattfindet. Warum Develop? Wir haben uns nicht auf die Suche gemacht, weil wir On-Demand schlecht finden, sondern wir haben uns eigentlich mit dem Thema beschäftigt, wir wollen einen deutschen oder wenigstens einen europäischen Anbieter im Portfolio haben, auch weil manche Kunden darauf Wert legen. Das war uns wichtig. Ein anderer Grund ist, dass wir bei manchen Herstellern, wie zum Beispiel Cofax, nicht unbedingt mit der Preispolitik übereinstimmen, weil deren Preismodelle sich in den letzten Jahren eigentlich eher zum Nachteil der Kunden entwickelt haben. Und auch das war für uns ein Grund, eine Alternative zu suchen. Und natürlich, last but not least, wir entwickeln zwar selber, aber wir können eben nicht alles selber entwickeln und haben natürlich auch hier nach einem Anbieter gesucht, der uns in unserem Projektgeschäft ergänzt. Also unser Fokus, wie gesagt, ist nicht Software-Selling, sondern Lösungen. Und da ist uns jedes Mittel recht, sozusagen. Ne? Und neben vielen verschiedenen anderen deutschen Herstellern haben wir uns natürlich auch mit D3 beschäftigt, auch im Rahmen von Migrationen. Der Auslöser, uns mit T3 dann ein bisschen intensiver zu beschäftigen, war das Migrationsprojekt bei Ernstings. Man hat dann die Wahl, entweder ich migriere einfach nur und gebe meine Daten ab oder ich nutze die Gelegenheit und mache mehr draus. Und in dem Projekt hat uns die Zusammenarbeit mit dem D3-Team wirklich sehr gut gefallen. Und das war natürlich dann auch der Auslöser, hey, wir gucken hier mal ein bisschen genauer hin und lassen uns mal den Weg nach vorne beschreiten. Was hat uns gefallen an D3 oder was uns gefällt uns an D3? Ist das Partnernetzwerk. Wir sind ja schon lange im Geschäft und IBM und auch Cofax haben viele Jahre sehr intensiv sich um ihre Partner gekümmert. Aber so wie wir das bei der letzten Veranstaltung von Develop gesehen haben, so war es früher mal bei anderen Herstellern. Und D3 macht es vor oder Develop macht es vor, wie es sein sollte. Und das hat uns sehr gut gefallen. Dann natürlich das Portfolio im Marktplatz und die Möglichkeit, eigene Apps zu entwickeln, was für uns natürlich als Softwareleute sehr interessant ist, dass man eben nicht nur als Einzelkämpfer mit einer Lösung auf dem Markt steht, sondern vielleicht einfach die Community mitnutzen kann, um eine Software an die Leute zu bringen. Und natürlich das Software-Design von D3 hat gut gefallen, dass es eben kein Monolith ist, sondern sehr service-orientiert und das ist genau unsere Philosophie. So, dann das Thema Migration oder Koexistenz. Wenn wir von Migration reden, also zum Beispiel, wenn wir bei einem Kunden D3 einführen, dann stellt sich immer die Frage, was mache ich? Migriere ich alles oder macht vielleicht eine Koexistenz Sinn in einem Projekt? Und eine komplette Migration ist nicht immer dann sinnvoll, wenn zum Beispiel das bestehende Archiv gewisse Bereiche schneller und besser lösen kann oder der Kunde auch eine Investition getätigt hat durch Integration in seine Software.
in Abläufe. Also er wirft das Geld nicht einfach über den Haufen. Das tut weh und muss vielleicht nicht sein. Oder einfach das Volumen ist zu groß. Ne? Das kann die Dauer der Migration, die Kosten können ein Thema sein. Also wir haben jetzt zum Beispiel gerade ein Projekt in Kairo. Da reden wir von einem Volumen von 3,4 Milliarden Dokumenten. Und das ist nur ein Drittel des Archivs. Also da wird man nicht alles migrieren. Man lässt es da, wo es hingehört, sondern macht vielleicht einen Plattformwechsel. Und last not least, ich habe sterbende Daten. Also wenn ich Dokumente in einem Archiv habe, wo ich weiß, da kommt nichts mehr rein und die laufen in 10 Jahren aus, dann ist es Unsinn, das zu migrieren, sondern dann lasse ich die da, wo sie sind und kümmere mich um neue Projekte. Ja, und natürlich unsere Zielsetzung. Wir haben selber viele Lösungen entwickelt in dem Umfeld und die werden wir gerade oder sind wir gerade dabei, so anzupassen, dass sie mit beiden Produkten arbeiten können. Das heißt, die Investitionen bei den Kunden sind geschützt und sie können sich überlegen, welches Archiv oder welches Produkt sie mit unseren Produkten bedienen wollen. Eine andere Frage ist bei Migration oder das Thema, wer ist das führende System? Das heißt, das führende System muss dann auch immer in dem anderen Archiv suchen können. Das heißt, ich möchte ein Frontend für den Anwender haben und nicht zwei Frontends. Das ist wichtig und vor allem auch der Aufwand für die Administration ist ganz bedeutend. Ein Beispiel ist, an dem wir gerade arbeiten, ein Kunde von uns im Bereich Pressevertrieb. Der rief mich vor einer Zeit lang an und sagte, hör mal, komm mal vorbei, wir haben unser On-Demand-Archiv auf der AS400, ich gehe nächstes Jahr in Rente und bis dahin möchte ich das Archiv eigentlich auf einer anderen Plattform haben. Also haben wir uns zusammengesetzt, das On-Demand betrachtet, Mengenanalyse gemacht und nebenbei haben wir erwähnt, ach übrigens, wir sind auch D3-Partner. Ach nee, wir haben D3 eingeführt vor ein paar Wochen und zwar im Rechnungseingangswesen, wussten wir gar nicht. Ne? Und dann stellt sich heraus, sie haben noch ein drittes Archiv im Einsatz, nämlich WinDream. Und dann kommt man natürlich auch genau in diese Thematik, wo soll die ganze, der Weg eigentlich hinlaufen? Ne? Was sollen wir On Demand wirklich auf eine andere Plattform migrieren oder in C3? Und da war zum Beispiel die Ansage, nee, lass das On Demand mal da, wo es ist. Wir haben da richtig Massenverarbeitung, die sollen ruhig da reinlaufen, aber das WinDream beispielsweise migriert uns bitte nach Develop. Ne? Und das genau tun wir bei dem Kunden. Eine Herausforderung in dem Projekt ist bei der Migration oder eigentlich bei der Suche, ne? Falsch. Bei dem Kunden kommt natürlich dann zur Frage, das führende System wird D3 sein. Ja, und wenn er aus D3 natürlich auf Daten zugreifen möchte, die im On-Demand-Archiv liegen, dann müssen wir einmal die Schnittstelle bauen. Und wir haben den Sonderfall mit den Dokumentformaten, nämlich AFP und SCS. Das sind Druckdatenströme auf der AS400, die ich mit Windows-Systemen erstmal so nicht anzeigen kann. Das heißt, ich muss sie konvertieren. Am besten bei der Anzeige on the fly. Anderes Beispiel einer reinen Migration, das war die Firma Ernstings. Das war sozusagen der Kick-Ass für uns, uns jetzt mal wirklich mit D3 zu beschäftigen. Damals der IT-Leiter sagte, schaut euch mal D3 an, ihr passt gut zusammen. Das haben wir dann auch gemacht, haben mit Stefanus Kontakt aufgenommen und seitdem rollt dieser Zug eigentlich und der ist auch nicht mehr für uns nicht mehr zu stoppen. Ja, und da war genau die Entscheidung, ich kann jetzt eine Migration machen, ich schmeiße meine Dokumente irgendwo hin oder wir entwickeln schon gleich einen Loader für D3, der das macht, was er am besten kann, nämlich richtig Dokumente reinknallen. Und das haben wir in dem Projekt auch gemacht und sozusagen eine Win-Win-Situation für beide. Auch hier die Besonderheit, wir haben Spulfiles auf der AS400 im Lohnbereich zum Beispiel, die eben auch SCS und AFP-Formate da sind und die werden wir dann während der Migration in PDF konvertieren, sodass die in D3 auch ohne Probleme anzeigbar sind. So, dann kommt die Frage Enterprise Search oder App und dann würde ich mal an den Gültekin übergeben, der sich mit dem Thema ein bisschen intensiver beschäftigt hat. Ja, merci. Wir haben also zwei unterschiedliche Situationen, zwei Szenarien da, wo wir eine übergreifende Recherche ermöglichen müssen, wenn die Dokumente nicht migriert werden können, es aber ein führendes System gibt. Die andere Sache ist, ich migriere einfach alles und konvertiere dabei, wie im letzten Beispiel mit der Ernstings Family. Wir haben einfach die Herausforderung in Archivsystemen, dass wir mit vielartigen Formaten zu kämpfen haben und einige davon sind schlicht und einfach Exoten, wie zum Beispiel AFP und SCS. Das findet man in der Regel nur in der IBM-Welt. Es sind Daten, die auf der IBM Mainframe produziert werden oder auf der AS400 mit Eigenentwicklung oder mit Standardprodukten.
Es bietet sich an, hier entweder über eine On-the-Fly-Konvertierung nachzudenken während der Anzeige in einem speziell entwickelten Programm, wo der Benutzer eine eigene Umgebung hat, oder die wir dann integrieren in die Umgebung des führenden Systems, in unserem Beispiel zum Beispiel D3. Das bedeutet für uns an der Stelle durchaus, dass wir eine schnelle Umsetzung herbeiführen können, weil die Schnittstellen relativ gut beschrieben sind. Nur mal ein kurzer Blick auf die Welt, wie es andere machen als D3. Wir haben es bei diesen IBM-Archiven, die diese Dokumente produzieren und archivieren in ihren nativen Formaten und Ausgangsformaten. Der Anbieter bietet hier spezielle Schnittstellen an, um die Dokumente on the fly zu visualisieren. Das heißt, es gibt dort immer eine Middleware, die dafür zuständig ist, die Dokumente in Empfang zu nehmen und diese dann konvertiert in einem Browser zum Beispiel anzubieten. Da haben wir zwei Varianten und beide scheinen machbar, wobei eine Variante eher nachteilig ist, weil wir bei dieser Konvertierung den Zusammenhang durchaus verlieren können. Zum Beispiel haben wir da durchaus manchmal den Verlust der durchsuchbaren Textinhalte. So, wie sieht das aus, wenn wir mit der IBM-Variante arbeiten würden? IBM setzt an der Stelle zum Beispiel auf CMIS, was eine definierte Konvention ist, die durch eine Organisation begleitet wird und wo auch die Partner alle gemeinsam die Schnittstellen definiert haben. CMIS bei IBM bedeutet zum Beispiel an dieser Stelle, dass wir eine Client-Architektur aufsetzen, wo in einer SOA-Umgebung eine Middleware die Konvertierung aus den verschiedenen Endpunkten, die Endarchive, ansteuern und die Dokumente retrieven und zum Zeitpunkt der Anzeige konvertiert dem Benutzer anbieten. Und wenn wir hier nochmal über diese Schnittstelle bei IBM reden, dann reden wir hauptsächlich über eine WebSphere-Anwendung, die für die verschiedenen nativen IBM-Archivierungsprodukte angeboten werden. Die sind dort standardmäßig eingebunden, aber man muss da noch eine ganze Menge Hand anlegen, bevor es funktioniert. Die Antwort darauf könnte sein Enterprise Search bei D3. Wir können uns dort mit den Konventionen, die sehr gut beschrieben sind in der API-Dokumentation, eine übergreifende Suche ermöglichen. Das heißt, eine App muss her, die auf der On-Premise-Installation am HTTP-Gateway registriert sein muss. Andererseits in der Cloud-Lösung wird sie lediglich bekannt gemacht. Das heißt, die Anwendung kann bleiben, nur dass wir sie an einer oder anderen Schnittstelle registrieren müssen. Die Konvention bei der Recherche orientiert sich am Open Search, an den Open Search-Deklarationen. Es gibt auch eine Open-Source-Gemeinde namens und die sich um Open Search kümmert. Das heißt, Daten aus den unterschiedlichsten Quellen recherchieren und für die Anwendung da bieten. Was wir bei CNM bereits haben, ist eine Schnittstelle, die nennen wir CNM ODC. Das ist der, bis jetzt heißt der On-Demand Collector. Wir haben dort bereits realisiert die Anbindung von Nodes Domino. Wir können Filesysteme durchsuchen und in die Archivierung überführen. Wir integrieren auch Anwendungen, die beim Kunden existieren. Web-Anwendungen, Warenwirtschaftsanwendungen, diverseste Möglichkeiten, wo Dokumente eine Rolle spielen. Und was wir jetzt also noch hinzufügen, ist die Suche in Archiven, damit diese über D3 auch verfügbar gemacht werden können. Da unterscheiden wir schlicht und einfach erstmal zwischen einer Suche und
der Anzeige. Unter Umständen muss dabei dann auch konvertiert werden, nämlich im Falle von den IBM-Formaten AFP und SCS. Das wird dann diese Schnittstelle selbstständig herausfinden und visualisieren. So könnte das dann aussehen. Das ist ein Pilot, den wir einfach mal so als Studie mal gemacht haben. Es lässt sich mit jeder Programmiersprache bewältigen und es muss aber in der Lage sein, REST zu sprechen. Das heißt, unsere API, die wir da verwenden, die sind RESTful und kommunizieren über die standardisierten Schnittstellen über JSON-Kommunikation. Das heißt, die Recherche, der Request erfolgt über JSON und auch die Ergebnisse werden über JSON zur Verfügung gestellt. Das ist genau das, was D3 kann an dieser Stelle. Voilà, Chef. Ja, wie geht's weiter? Erstmal danke, Gülle, für deine Ausführung. Wird ein sehr spannendes Projekt und ja, wir haben schon einen Haufen Zeit investiert in das Thema und da gehen wir auf jeden Fall weiter. Und wie geht es bei uns weiter mit Develop? Wir haben uns ganz klar committed, auch im Team, dass wir mit Develop weitermachen wollen. Bedeutet für uns erstmal Aufbau von Skills. Wir hatten schon mal die ersten Trainings, da wird es sicherlich noch weitergehen. Wir wollen uns dabei auch auf beide Plattformen konzentrieren, Cloud wie Prem, weil da gibt es wohl Unterschiede, auch gerade bei den Schnittstellen, wie wir festgestellt haben. Wir wollen unsere Lösungen so erweitern, dass sie mit D3 auch kommunizieren können, vielleicht sogar mit dem Ziel, dass wir die auch in dem Marketplace zur Verfügung stellen. Wir freuen uns auf jeden Fall jetzt auf die Zusammenarbeit mit Develop und bedanken uns für die tatkräftige Unterstützung. Und damit sind wir auch schon am Ende.